Allah spricht im Hadith Qudusi: O Sohn Adams, ich schuf dich, um mich zu verehren und nicht um zu spielen. Ich teilte dir bereits deinen Anteil an Lebensunterhalt ein, so dass du dich dafür nicht anstrengen musst. Gemeint hier die mentale und nicht die körperliche Anstrengung. Dies ist nach wie vor erforderlich zu schuften und zu schwitzen, so Sha'rawi sagt. Man soll aber keine Angst und Sorge darum haben, wie manche die kurze Nächte von Kummer haben. Stellst du dich mit dem, was ich dir eingeteilt habe, zufrieden, so werde ich dich geistig und körperlich entspannen lassen. Zeigst du dich aber damit unzufrieden, so schwöre ich bei meiner Herrlichkeit und Majestät, dass ich diese Welt auf dich hetzen werde, so dass du dich wie ein wildes Tier strapazieren musst und trotzdem nur das verdienen wirst, was ich dir eingeteilt habe. O Sohn Adams, ich schuf Himmel und Erde. Dies machte mich nicht müde. Denkst du, dass ein Fladenbrot mich ermüden würde, dass ich dir mühelos reiche? O Sohn Adams, ich vergaß nicht diejenigen, die mir ungehorsam sind. Wie kann ich dann diejenigen vergessen, die mir gehorchen? O Sohn Adams, ich frage dich nicht, mir heute deine Aufgabe vom Morgen zu verrichten. Daher verlang nicht von mir, dir deinen Lebensunterhalt von morgen heute zu geben.